ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal Einfach Yummy zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Heute gibt es ein super leckeres sommerliches Tiramisu mit Beeren und mit einer Stracciatella-Creme. Super lecker. Ich finde es richtig genial, deswegen musste ich es euch heute abdrehen. Ja, ich hoffe sehr, euch gefällt das Video. Falls dem so ist, würde ich mich natürlich wie immer über ein Däumchen und ein Abo freuen. Und ich blende euch jetzt mal ein, welche Zutaten wir heute brauchen. Aber ihr wisst ja, ihr findet die ganze Info zum Rezept auch wieder unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. So, und wir legen los. Als allererstes machen wir diese leckere Creme. Dafür kommen 250 Gramm Mascarpone in den Mixtopf. Zusammen mit 250 Gramm Speisequark. Ich habe jetzt 20%igen genommen. Ihr könnt aber auch einen Magerquark nehmen oder einen mit 40% Fettgehalt, ganz wie ihr mögt. Dann zum Süßen 30 Gramm Zucker und einen Teelöffel von meinem selber hergestellten Vanillezucker. Und was darf bei mir auf jeden Fall nie fehlen? Amaretto. Da kommen auch noch mal 2 Esslöffel mit in die Creme. 1, 2. So, jetzt alles schön verrühren. 10 Sekunden auf der Stufe 3. Und danach nochmal 10 Sekunden auf der Stufe 4 glatt rühren. So, die Creme ist schon schön glatt gerührt. Jetzt kommen die leckeren Schokostückchen dazu. Ich habe jetzt hier einfach 50 Gramm Schokodrops genommen und sie nochmal ein bisschen kleiner gehackt. Ihr könnt aber auch Zartbitterschokolade nehmen und sie fein hacken, klein hacken und das dann zur Creme dazugeben. Genauso wie 150 Gramm Tiefkühlbeeren. Ich habe jetzt gemischte Beeren gewählt. Die sind bei mir noch gefroren. Ich habe sie jetzt nicht auftauen lassen. Nehmt da bitte, was ihr mögt. Ihr könnt jetzt auch zum Beispiel nur Tiefkühlhimbeeren, nur Tiefkühlerdbeeren, Heidelbeeren, was ihr so im Sommer eben gerne esst, verwenden. Und die geben wir jetzt auch einfach gefroren zur Creme dazu und rühren dann alles unter. Auf 20 Sekunden mit Linkslauf, ganz wichtig, auf der Stufe 2. Die Creme ist somit schon fertig. Schaut mal, so sieht sie aus. Oh, schon richtig lecker, oder? Was meint ihr? So, das können wir jetzt einmal zur Seite schieben. Das wir haben schon mal abgehakt. Jetzt nehmen wir uns 100 Gramm Espresso bzw. 100 Milliliter Espresso, aufgebrüht, abgekühlt und geben ihn in eine flache Schale. Ich nehme jetzt einfach einen tiefen Teller und dazu gebe ich dann nochmal 2 Esslöffel Amaretto. 1, 2. Kurz vermischen. Und darin tränken wir jetzt unsere Löffelbiskuits. Ja, ich habe mir hier 12 bis 14 Löffelbiskuits schon mal rausgerichtet und gezählt. Jetzt brauchen wir noch eine kleine Auflaufform, in die das Tiramisu reingeschichtet wird. Meine ist jetzt 20 auf 15 cm, dass ihr so einen Anhaltspunkt habt. Und jetzt nehme ich die Hälfte meiner Löffelbiskuits, tauche sie hier in meine Espresso-Amaretto-Mischung und lege sie dann in die Auflaufform. So, die erste Schicht wäre erledigt. Und gebe die Hälfte von der leckeren Beerencreme auf meine getränkten Löffelbiskuits.
So, die erste Lage wäre fertig. Und jetzt kommt die zweite Lage. Löffel Biskuits, die tränke ich jetzt ebenfalls. Und dann kommt die zweite Lage hier oben drauf. Und dann wieder die Creme als Abschluss. So, und jetzt wandert das Ganze erstmal in den Kühlschrank für ein paar Stunden, dass es richtig schön durchzieht. Und wenn ihr es dann servieren mögt, dann kommt noch ein bisschen Backkakao drauf und ihr könnt noch ein paar frische Beeren zum Dekorieren draufgeben. Ja, und das war's dann auch schon. Also bleibt noch unbedingt dran für das Endergebnis. Falls es euch schon gefallen hat, vergesst das Däumchen nicht und natürlich auch das Abo, falls ihr immer noch nicht abonniert habt. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, mein Lieben, und hier ist jetzt das fertige Endergebnis. Ich habe das Tiramisu mit Kakao bestäubt und habe noch ein paar Himbeeren drauf getan. Und so sieht es jetzt aus. Also ich finde es einfach nur köstlich. Hier seht ihr es nochmal in der Form. Ja, und ich würde sagen, probiert es auf jeden Fall aus. Es schmeckt einfach nur richtig toll, frisch mit den Früchten, mit den Beeren. Die Creme ist wirklich super fluffig, super cremig und ohne Ei. Das habe ich gar nicht erwähnt. Also probiert es aus. Es ist genau jetzt für den Sommer kreiert. Ein super leckeres, frisches Tiramisu, das ihr wirklich ohne Bedenken auch jetzt zu dieser warmen Jahreszeit zubereiten könnt. Ja, meine Lieben, ich hoffe sehr, euch hat es gefallen. Probiert es aus. Lasst mir dann gerne wieder Feedback in den Kommentaren da. Lasst ein bisschen Liebe da. Und dann bedanke ich mich auch schon fürs Zuschauen. Freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Sagt, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Eure Sandra. Tschüss.